ganz im Vertrauen, mir ist ein bisschen Ihr werter Name entfallen. Wie heißen wir denn eure Abstinenz? Ja. Gestatten, dass ich mich vorstelle? Ja. Hubertus von Hoheneichel. Hoheneichel? Ja. Einen guten Schneider haben. Man sieht fast gar nichts. Ja. Ich sitze ja die meiste Zeit drauf. Ah ja. Darum heißt sie Euer Gnaden. Ah ja, verstehe, natürlich. Sie heißen gar nichts? Oh doch. Oh doch. Oh, Edler von Oh doch. Aber nein, mein Name ist Bodo von Lockenhausen. Einen guten Friseur haben Sie. Man sieht fast gar nichts aus. Und das Heringenkranzle den auch wegschmirgeln können. Da sind gerade die Trennscheiben beigegangen. Wollt ihr was fragen? Sie sind also auch ein Adeliger. Ja, ja, bin ich. Ein von und zu? Ja, meistens zu, ja. Sagen Sie, kommen Sie von Baden? Nein, nein, von Saufen. Sagen Sie mal, Werther. Ja. Was haben Sie da im Auge? In dem nichts. Ja, von mir aus im anderen. Ach so, da. Ja. Das ist ein Monokel. Blödsinn. Ein Monokol? Nein, ein Monokel. Aber Sie sagen ja auch nicht Protokel, Sie sagen ja auch Protokol. Na gut. Dann ist ein Monokol. Na, das ist ein Aber und dazu ein Schwarzes? Ein Schwarzes, natürlich. Haben Sie einen Trauerfrickel? Nein, nein. Das ist mehr eine Schutzmaßnahme. Gegen was? Ja, aber immer in der Früh, wenn ich meinen Kaffee trinke, sticht's mir im rechten Auge. Dann geben Sie mir einen Löffel aus dem Heferlad. So geht's auch. Um zurückzukommen auf die Party bei Brotzingers. Die Damen waren dort schon superb, gell? Riesenhosen waren dort. Glauben Sie? Die eine mit den großen Busen, ja, 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 die hat sich die Knie durch den Ausschnitt waschen können. Ja. Die andere hat wieder einen Hintern gehabt, die war eine Mauser fast gemacht. Ja, aber was mir aufgefallen ist, wir waren der lange, der blonde Hase, was neben Ihnen gestanden ist. Neben mir? Ja. Ein langer, blonder Hase. Ja. Die lange Haare. Das war mein Schwiegersohn. Ein Servus, da war ich eingefahren. Sagst du, was haben Sie denn da am Finger immer? Ich glaube, ich habe einen Schiefer reingezogen. Ah, haben Sie ihn am Kopf gekratzt? Jetzt bliert's, schauen Sie Ihnen das an. Ah ja, brauchen Sie einen Arzt? Haben Sie einen? Ein Wunderarzt. Ja, was kann er denn noch? Alles. Na, vorige Woche habe ich einen Sanddurchfall gehabt. Was glauben Sie, was er mir verschrieben hat? Weiß ich nicht. Ein Handstand. Ja, die Ärzte. Ein praktischer Arzt. Ein praktischer Arzt, ja, habe ich auch gleich gesagt. Übrigens, weil wir von der Gesundheit reden. Wissen Sie, dass die Statistik sagt... Wie heißt der Hase? Aber nein. Die Statistik sagt, dass bei jedem Atemzug, den ich mache, ein Mensch stirbt. Versuchen Sie es einmal mit Mundwasser. Außerdem sagt die Statistik noch... Ah, ist ein Bladertaschel, die Statistik. Stellen Sie sich vor, in New York wird alle halbe Stunde ein Mann überfahren. Na Wahnsinn, wie halten die das aus? Ich muss ja froh sein wie ein Bier. So, die Party damals auf den Schloss Kummerstein, können Sie sich auf die noch erinnern? Natürlich, vor einem Jahr. Kummerstein, das war ja, diese ja. Party da, wo sie den Kurzen gehabt haben. Ja. Was tut da? In einer alten Satratsch. Ja. Man kann nicht einmal in der Kanzler.
Schauen Sie, meiner den elektrischen Kurzschluss da nicht. Da war es auf einmal ganz finster, Herr. Ja, und in der Dunkelheit, da bin ich dann die Freitreppen runtergefallen. Wahnsinn! Ja. Das ist ja 30 Meter lang. Ja, ja, ja. Voll, das muss ein Bumper gemacht haben. Da bin ich dann 3 Wochen lang gelegen. Da hat sich keiner gefunden, der sich aufkommt. Ein Scheißpersonal heutzutage, kann ich nicht sagen. Aber weil wir gerade bei den Partys sind, sagen Sie mal, können Sie sich erinnern? Ja, bei Kummerstein war es. Ah ja, Sie sind ja gelegen. Ich bin gelegen, ja. Da hat sich ein Riesendiskurs entwickelt. An was für ein Kurs? Im Spiegelsaal. Ja, Thema war, was die ärgsten Schmerzen sind, was ein Mensch erleiden kann. Aha. Na, da haben sie aufgezählt. Ja. Zitzewitz, ne? Der Prostata, der kommt eine Operation. Na, der hat gesagt, das sind die wahnsinnigsten Schmerzen. Dann ist die Baron, der Dings da. Hubertus hoch, oder wie der heißt, was weiß ich. Lichtenstein, ja. Ich hab da Licht. Ein Gift, dass man so frei. Ja, die Lichtenstein hat gesagt, sie hat einen Kolik gehabt, nie einen Kolik. Das war das Ärgste. Na, alle haben durcheinander geredet, bis die Baronesse von Lichtenstein gesagt hat, Schluss der Debatte. Mein ärgster Schmerz, meiner Ansicht, ist das Gebären eines Kindes. Na ja. Waren alle still. Und der Graf Bubi gesagt, Baronesse, da haben sie auch noch keinen Tritt in die Eier gekriegt. Ja, das war damals. Ich muss jetzt eh gehen. Wollen Sie nicht was trinken? Nein, ich will eigentlich. Herr Ober, bringen Sie mir einen Stoppitz, ich habe so schlechte Zähne. Nein, zahlt sich nicht aus, ich muss eh gehen, meine Frau fährt zu Hause auf mich. Bei uns gibt es heute einen Hasen. Ah, mit Preiselbeeren und Gnüll. No, nein, mit Zimmer und Bad. Na, Geri, ja. Ja. Ich krieg nämlich heute eine Spezialität. Was gibt's denn bei? Bodenpilze. Was? Hodenpilze. Was ist das? Na ja, Schwammerl. Ach so. Ja, gut, dann geh ich. Ja, lassen Sie mich Ihre Frage mal schön grüßen. Erkennen Sie meine junge, hübsche Frau? Wieso haben Sie zwei? Sie waren schon immer ein Doppeldecker. La chasse. Bitte? Das ist Französisch, die Jagd. Ne? Ein Jäger sind Sie, Bin ich, ja. Dann haben Sie einmal schon einen Jagderfolg gehabt? Na, teilweise. Was heißt das teilweise? Na, einmal habe ich am Treiber geschossen. Hirsch hat er geheißen. Bonjour. Wieso haben Sie eigentlich ein blaues Auge? Naja, das war eine blöde Geschichte. Ich war beim Sacher essen, ist mein Tafelspitz. Am Vis-a-vis-Tisch sitzt ein junges Pärchen, die stellen sich bald ein Schinken. Er will sie zuckern, nimmt den Zuckerstreuer. Der geht nicht. Jetzt wollte ich einer helfen, habe ich rübergetaltet. Daraufhin hat er mir ein blaues Auge gehabt. Angeklagter, erheben Sie sich. Sagen Sie einmal, wieso kommen ausgerechnet Sie mit Ihrer Veranlagung da dazu, eine Klosterschwester zu vergewaltigen? Also, Herr Roth, von hinten hat's ausschaut wie der Zorro. Da kommt einer beim Wirt, wenn er so bruschelt, na ja. Bitte, wie sind Sie deppert? Jetzt haben wir einen zweiten Wert. Sagt der Bumm, da wird mein alter Sauer sein, so lange war ich noch nie vor. Bei einer Straßenkreuzung steht ein total besoffener und verrichtet sein Geschäftel. Kommt ein altes Mutterl daher, geht zu ihm hin, sagt: Bitte, lieber Herr, könnten Sie nicht so nett sein und mich über die Straßennummer führen, weil ich sehe fast gar nichts mehr. Ja, Mutterl, kannst du haben. Ja, die klingt um, der erwischt ihm irgendwo. Die gingen miteinander über die Straßennummer und sagt: Ja, so hat ja jeder sein Kreuz. Ich sehe nichts und Sie haben am Daumen keinen Nagel.
Beim Essen treffen sie zwei Direktoren in Amerika. Schneiden so, auf einmal sagt einer, na, Herr Kollege, wie schaut's aus? Da sagt er, ich hab Kaisersturz gemacht, die könnte man in New York kaufen. Sagt, da haben sie ein Pech, ich verkauf nicht. Bei einem Wirtshaus geht die Tür auf, haut es am Besoffenen aus, über die Stirn, oben auf die Straßen, der bleibt nicht liegen, kommt einer vorbei, sagt, um Gottes Willen, haben Sie was gebrochen? Sagt er, noch nicht, aber gleich. Der Gute, der gerade ist, der war gestunken, lacht, hoppala, fällt mir das Spiel, weil da kann ich nicht bucken, da fahre ich um. Jetzt ist es geschehen für die alte Einarsch. Sehr. Dass es endlich einmal kommt. Lag hat das dauert erst. Da habe ich dich ja nicht. Da haben wir gesagt, weißt du, da vielleicht warten. Hoppala, bist schon drin. Genau, ja, schön. Ist nicht ein Platz für mich? Was ist das sowas? Habe ich mein Leben noch nicht gesehen. Das gibt's ja gar nicht. Auf der linken Seite sitzen lauter Trotteln. Und rechts sitzen lauter Männer, was ihre Frauen betrügen. Das ist bitte eine Frechheit. Ja, ich habe meine Frau noch nie betrogen. Da gehst du auf links. In der Sauna steht einer mit so einem Bauch. So ein kleiner Bub vorbei, sagt er, Ogel, was hast du da drin? Sagt er, Dynamit. Der Schmutzel rennt davon, sagt er, nein, bleib da, ich hab nur einen Witz gemacht. Sagt er, nein, bei der kleinen Zinsschnur. Was? Wieder zwei Direktoren treffen sich in der Mittagszeit. Sagt er, was hast du nicht Jubiläum gehabt? Sagt er, ja, gestern, vorgestern was. Ich kenne ihn schon. Ja, dann brauche ich nicht mehr dazu. Ja. Sagt er, es war so, das ist eigentlich enttäuschend. Keiner in der Fabrik hat sich da irgendwie, dass er gratuliert hat. Oder auf die Nacht sagt die Sekretärin, Herr Direktor, darf ich Sie einladen zu mir in die Wohnung? Dann bin ich hingegangen, sagt er. Ich stehe dort in der Küche, auf einmal sagt sie, warten Sie da ein bisschen, in 5 Minuten kommen Sie ins Schlafzimmer. 5 Minuten sagt er, gehe ich rein, steht die ganze Belegschaft da mit Sekt in der Hand und Prost mal zu. So der Bum, der hätte mir erst die Socken gehabt, sagt er, das waren die einzigen, die ich noch angehabt habe. Ja, da liegt die Frau mit dem Hausfreund im Bett, der Mann kommt heim, kommt bei der Tür rein, sieht jetzt was, sagt er, ja, Gottes Willen, was macht's denn das da? Sagt sie zum Hausfreund, siehst so deppert ist er, nicht einmal das war's.